Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital. So, gerade mal draußen gewesen, wo ich Luft geschnappt habe. So, dass der Gehirn auch richtig mal loren kann hier. So, guck mal, hier wird gescannt, ne? Kann man da drin eigentlich irgendwas sehen? Ein Hausmeister wird für die Reparatur des Megascanners benötigt. Ja, da sind wir aber gerade bei und die sind gerade alle so ein bisschen im Kurs. Ne? Hier. Verdienen Sie 200.000. Also, wenn ich das jetzt so sehe, könnte das ein Problem werden. Harrison Wolf Show auf Radio 2. Aber keine Sorge, ich bin nur hier, um ab und zu eine neue. Erstmal gehen wir ganz kurz mal bei. So wollten wir jetzt schon die ganze Zeit. Ja. Mal ganz ehrlich. Besser kann es nicht passen. Na, da soll jetzt mal einer sagen, das ist scheiße. Das ist der Burner, heißt das, Jungs. Das ist der Burner, du. Dann nehmen wir hier so einen Heizkörper. Auch Racket. Dann nehmen wir uns hier mal ganz kurz ein paar Bänke. So, hier, komm her. Ja, weil hier ja so ein paar gipskranke Menschen sitzen. Achso. Gibt's hier einfach mal was für den schönen Arsch. So. So, wo hatten wir jetzt? So. Und dann könnten wir mal ganz kurz warten. Ich mag es nicht, wirklich nicht. Also Räume. So. Eins. Zwei. Du, du, du. Du, 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 du. Ja, dann machen wir uns ja den Eingang zu. Dann machen wir hier einfach drei. Den setzen wir dahin. Den setzen wir dahin. Und jetzt lassen wir einfach mal weiterlaufen. Eins, zwei, drei. So. Haben wir das Problem auch so ein bisschen vielleicht umgangen oder beseitigt? Mit der Zeit sehen. 5,7 Millionen aktueller Wert. Leck mich einfach am Arsch. Abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Nicht jetzt befördern. So. Da kommen die ersten Mechaniker wieder raus. Das ist dann, oder Hausmeister besser gesagt, das ist dann ja auch gar nicht so schlecht. Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Gar nicht so falsch.
Es scheint, als habe Holistics ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Eine Kerze mit Spargelduft, die, Zitat, ihre Nachmittagsnickerchen garantiert für immer verändern wird. Holistics Stammkunden, auch bekannt als die Mehrgeld als Verstandbrigade, stehen bereits Schlange. Bam, bam, bam. Dich hätte ich gern. Dich hätte ich gern. Und dich hätte ich gern. Und du bist der Mann. Du bist der Mann, den ich dahin setze, den ich nicht weiterbilden muss erstmal. Denn du darfst alles außer Allgemeinmedizin. Du bist für zuständig, das sind jetzt die unteren drei. Ihr dürft nur Allgemeinmedizin und seid gleich als nächstes dran, um zu lernen. Bautz! Dann kommen wir nämlich voran. Weil wir brauchen ja Ersatzleute. Also es geht nicht darum, dass wir einfach nicht genug Ärzte haben, ja, für die Allgemeinmedizin. Und dann könnte ich nämlich die Allgemeinmedizin auch noch mal vergrößern. Wo ich wirklich am Überlegen bin, hier noch mal 2 oder 3 hinzusetzen, weil mir geht es hier immer noch nicht schnell genug weg. Okay. Ja, nicht jetzt. Geht nicht. Hier ist immer noch Action. Therapeut ist keiner da. Aber wenn ich jetzt hier so grob gucke, haben wir überall auf jeden Fall genug. Der Vorteil ist, sie können gleich sich hier verpissen. Wir haben wirklich gerade keinerlei Personalprobleme. Das Einzige, was ich jetzt nochmal machen könnte, ist wirklich nochmal gerade nachgucken. Hier ist es schön warm, warm, warm. Da ist... Oh, hier ist ein bisschen kalt, ne? Bauen wir da nochmal eine hin. Wunderbar. Sieht gut aus. So, Weiterbildung Mechaniker ist erledigt. Dann nehmen wir jetzt gleich Allgemeinmedizin. Und wir brauchen die unteren drei. So. Und füllen Gas. So. So, und weil wir unsere Hausmeister jetzt geupdatet haben, lassen wir sie jetzt einen Augenblick laufen. Könnten auch vielleicht nochmal 1 oder 2 einstellen. Keiner bei, den ich gerne hätte. Gegen Geisterjäger. Was ist eigentlich mit unserer Jumbo-Toilette? Merkt man das? Nö. Ja gut, da ist jemand an Händewaschen, also auch gerade fertig. Also, ja. Muss halt jetzt mal ein bisschen gucken, ob sie das hinkriegen, alle Blumen zu gießen und so, sonst müssen wir uns da wirklich nochmal ein paar holen, aber bis jetzt... Die macht die jetzt sauber und so. Also. Pff. Also hier ist schon immer richtig was los. Krankenpfleger zur Station, bitte. Nur ich muss jetzt erstmal zusehen, dass die Handwerker wirklich alles auf dem grünen Bereich haben. Ihr bekommt einen Job, ihr zahlt eure Steuern, schaut fern und dann schlaft ihr. Der muss auf jeden Fall auf 2. Denn es gibt Musik. Und mit Musik lohnt sich das alles endlich. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann hört euch das an. Der ist auf 3. Der auch. Der auch. Oh, wir haben gar keine Forschung mehr. Okay, warum hier auf einmal so eine Katastrophe ist? Keine Ahnung. Irgendwie haben wir hier 7 Patienten, die auf was warten. Auf was? Mein Haus
Glücklichgeräts benötigt. Wer sollte ich hier auch mal sagen, wir brauchen drei. Vielleicht. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ah, hier mal so ein bisschen den Dreck überdecken. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Irgendwie ein Springbrunnen oder sowas. Um mal so ein bisschen das Ansehen zu erhöhen in manchen Gebieten. Weil hier ist ja der Eingang. Genau wie hier ist auch ein Eingang. Machen wir da auch nochmal einen hin. Hier ist auch ein Eingang. Klatschen wir da auch nochmal einen hin. So. Wir müssen ums Personal kümmern. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Danach müssen wir uns auch unbedingt um die anderen kümmern, aber sehen wir dann. Ja, müssen die Hausmeister hier alles wieder auf Vordermann kriegen. Und das ist das, was ich meine. Wir haben drei Allgemeinmediziner in der Fortbildung und drei fehlen auch. Also, das passt schon. Schon wieder ein Erdbeben. Also, so kriegen wir es nie fertig. Echt nicht. So wird zum Problem. Achtung, seismische Aktivität gemessen. Das verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Also. Patienten für das Spritzenhaus treffen ein. Hier sind immer noch Betten frei. Keine Ahnung. Wir bitten Patienten. Gestellten Toiletten zu benutzen. Keine Ahnung. Sammeln Sie spaßige Snacks mit Morselman. Cool. Wen werden Sie finden? Die kleine Susi salzig? Und das ist fertig. Warte, hier sieht's wirklich aus. Morselman. Spaß in der Hand. Geschmack. Ja, hier ist wirklich Katastrophe so ein bisschen. Kundenbetreuung, Marketing, allgemein 9, allgemein 2, allgemein 3 haben wir 9 Leute. Ja, auf jeden Fall. Hm? 9 von 39. Top. Aber wird. Ja, sind wir gerade bei Hygienewert von 80. Ach, ablehnen. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Wir müssen mal beigehen und noch 3 Hausmeister einstellen. So.
Oh, Chirurgie 2. Instandhaltung der Kardiologie erforderlich. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Dann können wir nämlich noch eine Chirurgie bauen, Leute. Wir nehmen alles weg und lassen die wirklich nur in der Chirurgie arbeiten. Dann machen wir hier einfach nochmal eine Kopie von. Und dann setzen wir den dahin. Und damit haben wir ja letztes Mal, oder damit werden wir auf jeden Fall noch ein paar Probleme kriegen, dass es nicht reicht, Leute. Aber hier sieht es auch ziemlich gut aus. Ja, jetzt sehen wir natürlich, wie jetzt hier zu wenig Leute sind, aber das ist ja klar wie Kloßbrühe, ne? Auf Stufe 3, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 3. So, wir fangen jetzt erstmal an, hier Updates zu installieren. Wir haben genug Hausmeister, das sollte locker flockig funktionieren. Denken wir, offenbar. Und Update 3 können sowieso ja nur Leute, die es auch können. Also daher ist es auch okay. Ich sage wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.